Sie wollen mir meine Tochter nehmen. Das überlebe ich nicht. Die Witwe Margarete Pese hatte bis zum 01.11.1935 ein Textilgeschäft in Weißwasser. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Arisierung und das Geschäft ging in den Besitz von Willi Knappe über. Bereits davor litt Margarete Pese unter der Drangsalierung der SA, die unter anderem zwei Posten vor dem Geschäft stationiert hatte, um Kunden davon abzuhalten, es zu betreten. 1936 wurden Margarete Pese und ihre leicht behinderte Tochter Gerda aus ihrer Wohnung vertrieben. Die Suche nach einer Wohnung gestaltete sich äußerst schwierig. Familie Pese kam schließlich im Knappenweg 11 unter, beim Heizer August Schäffler, der dort ein Einfamilienhaus besaß. Eine außerordentliche große Demütigung erfuhren Peses am Reichspogromtag, bei dem Überfall gegen Mittag des 10. November 1938. An diesem Donnerstag erschienen 5 SA-Männer vor dem Haus im Knappenweg 11. Sie wollten zunächst die Peses vertreiben und demolierten schließlich die Wohnung. Schäffler, der sich ihnen versuchte entgegenzustellen, wurde verhaftet. Auch nach den schlimmen Ereignissen fanden sich Menschen, die solidarisch Hilfe leisteten. Unter diesen Umständen konnten die beiden Frauen bis zu ihrer Deportation 1942 trotz der vielen diskriminierenden Einschränkungen ein Leben unter ihnen freundlich gesinnten Menschen führen. Im April 1942 kam dann die Anweisung, sich in Breslau an einer Semmelstelle zwecks Umsiedlung zu melden. Das letzte Lebenszeichen der beiden Peses traf in Gestalt einer Postkarte ein, auf der Frau Pese an die Familie Schäffler geschrieben hatte: Sie wollen mir meine Tochter nehmen, das überlebe ich nicht. Verschiedene Anhaltspunkte legen nahe, dass Margarete und Gerda Pese im Vernichtungslager Belzec ermordet wurden. Eine genaue Bestimmung von Todesort und Zeit ist leider nicht möglich.